Greta's E-Mail address is. Verwirrt mich nicht, einfach euch zu finden hier. Ich habe hier eine rumänische Pizza. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen, da stehen da drauf auf Rumänisch. Damit man weiß, dass wir in Rumänien sind. Please bring me pizza. Ich würde jetzt abgeben vor die Kalte. Make sure that these boxes are not recycled. Because she doesn't realize she's been programmed. She doesn't realize she's a slave of the Matrix. Andrew Tate ist in Rumänien festgenommen worden. Der 36-Jährige ist als Frauenhasser im Netz bekannt. Ein Pizzakarton soll den entscheidenden Hinweis für die Festnahme geliefert haben. Spielen sie hier ganz schön in den Vordergrund, die Argentinier. Bloß weil Messi da zweimal gegen den Ball tritt, heißt das nicht, dass es nicht genauso auch dein Pokal ist. I'm not sure. Kann Messi auf eine kuriose Art und Weise Fleisch salzen? Glaube nicht. Hier. Ja, schnappst jetzt den Pokal. Das ist deine Nacht. Really? Ja. Ist doch sympathisch. Everybody hates Salt Bae. A celebrity chef is famous for seasoning steaks. He tried to make the entire trophy ceremony and everything about him. Der peinlichste Moment einer ohnehin schon peinlichen WM. Aha. Ja, perfekt. Weißt du, Harry? Das ist schon alles gut. Aber es ist auch scheiß langweilig. Was ist für deine Familie ja auch peinlich, wenn du so ein langweiliges Buch schreibst. Ich würde da noch so ein paar Sachen irgendwie. Schreib doch was über deinen Penis. Schlägereien mit deinem Bruder, irgendwas mit Taliban, über deine Mutter. Speichere ab. Vertrau mir. Trust me. Das Skandalbuch des Jahres. About Sex, Drugs, Frostbitten, Todges. Ich denke, Harry ist völlig abgestumpft und gestört. Tatsächlich scheint Prinz Harry überhaupt gar keine Probleme damit zu haben, seine Familie in einem extrem schlechten Licht dastehen zu lassen. Das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt. Das ist ein Monument für die Ewigkeit. Das kannst du jetzt putzen. Du kannst mal da vorne anfangen und ich mach hier und du hast keine Putzschuhe an, ne? Warte, warte, ich gebe dir welche. Das hier, das sind richtig gute Putzschuhe. Aber das einzige Problem ist, sie sind ein bisschen rutschig. Okay. Gut. Dann mal los. In Berlin ist ein riesiges Aquarium explodiert. Bis auf die Straße schwappten 1000 Tonnen Salzwasser, Meerestiere und zahlreiche Trümmerteile. Jetzt gibt es nur noch Verwüstung und Schrott. Wir sind dann wach geworden. Meine Frau sagte, dass das Aquarium, was gestern noch schön geputzt wurde, zusammengebrochen ist. Hey, wo wollt ihr hin? Die sollen Demonstranten wegtragen. Ja, dann will ich aber eine Abkürzung nehmen. Da vorne, da geht das schneller. Sag mal, eine Frage noch. Verwirren euch Mönche eigentlich? Wie bitte? Ja. Ist egal, das ist auf jeden Fall der perfekte Weg. Ich habe hier eine LKW-Ladung, Polenböller und Schreckschusswaffen. Ich muss mal kurz aufs Klo. Ihr seht mir da sehr vertrauenswürdig aus. Könnt ihr kurz drauf aufpassen, weil bei euch mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass da irgendwas Komisches mit passiert, ja? Ja. Ey, ich dachte, ihr seid mir da drin. Es sind unglaubliche Szenen, die sich in der Silvesternacht in Berlin-Neukölln abspielen. Die massiven Attacken auf Einsatzkräfte sorgen für Bestürzung. Ach, ist doch wieder typisch Berlin. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Ja. Das war ja wohl nix, oder? Scherz, es war super! Es war brillant! Das Feuerwerk, der Ton, alles, was du über die Ukraine gesagt hast, perfekt! Schick's ab, okay, komm! Neues Jahr, neuer Skandal für Christine Lambrecht. Deutschland diskutiert also über das Video. Es ist ja im Geballer und Geböller aufgezeichnet worden. Es ist egozentrisch. Es wirkt unbeholfen und unprofessionell. Die SPD-Politikerin gab ihren Rückzug vom Amt am Montag in einer schriftlichen Erklärung bekannt.